Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hello Neighbor. Wir sind hier am Sarg und wir haben keine Ahnung, wie man das öffnet. Ja. Okay. Scheiße. Okay, er geht gerade hoch. So wie ich das gesehen habe. Ist hier gar keine Leiche drin. Ich habe gedacht, da wäre eine Leiche drin. Aber wir haben einen Schlüssel. Und es ist der goldene Schlüssel. Der war am Puppenhaus. Auch wir müssen auch nach oben. Wir gehen einfach mal von der anderen Seite nach oben und werden vorher einfach mal eine Scheibe einschlagen. Wo das nochmal herkommen muss. Okay. Es muss dann nämlich hierher kommen und wir werden unterdessen. Ganz einfach. Okay, er ist gerade draußen. Ich habe ihn draußen gehört. Maus. Haben wir hier irgendwelche Stühle? Nein. Haben wir jetzt ernsthaft die Tür geöffnet? Und ich guck grad durch. Ist okay, Spiel. Okay, ich glaube, wir haben jetzt eine Tür geöffnet. Hätte man nicht einfach mit dem Schlüssel die Tür öffnen können? Egal. Die Tür war oben, ne? Das sind 50.000 Kameras. Scheiße, Mann, ey. Der wird doch jetzt von der anderen Seite kommen. Was genau haben wir damit jetzt gemacht? Was haben wir damit jetzt gemacht? Hör auf damit! Aber ich habe gerade etwas gesehen, Freunde. Das muss ich euch zeigen. Guckt mal geradeaus. Hier, das sieht aus wie ein Ausgang. Dafür brauchen wir nur irgendwas. Habe ich irgendwas zum Werfen? Ich hab die Schaufel. Nicht dein Ernst, Mann! Was hast du hier gemacht? Was haben wir damit gemacht jetzt? Ich war voll in der Falle. Okay, hat das irgendwas mit dem Wasser jetzt zu tun, was wir da oben gemacht haben? Wir müssen da nochmal hin. Wir müssen ihn vorher ablenken, dass woanders hingeht. Oh shit. Ablenkungsmanöver! So. War ich ein bisschen doof, weil ich jetzt auch durch die Küche möchte? Ach nee, will ich gar nicht. Aber er ist da jetzt lang bestimmt.
Wir haben es eingefroren. Der rote Schlüssel. Ach, wir haben die Heizung ausgemacht. Okay, er ist da hinten irgendwo. Oder hier unten. Oh, ich bin frei. Oh. Und jetzt? Ab 3. Wo zur Hölle bin ich? War das alles ein Traum oder? Ja, ist ja gut, ich mach schon aus. Beschwert sich irgendjemand. Okay, ich dachte, ich kann da irgendwie die Kassette reintun. Dreh mal nicht durch. Was, hä? Was ist denn hier los? Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe hier ein Fernglas. Das konnte ich auch benutzen, ne? Rock Doof. Ist das die Stadt? Ne, ist nur ein Werbeschild, ne? Lovefish, 30%. Sollten wir uns organisieren. Oh, ich bin alt. Was stand denn in dem Brief? Haus von dem alten Mann steht nicht mehr.
das sein Haus? Decken wir jetzt das Geheimnis auf? Was zum... Ich gehe lieber zu meinem Haus. Da klingelt das Telefon. Ich würde schwören, im Briefkasten. Beim Nachbarn im Briefkasten. Ich will nicht zum Nachbarshaus. Gibt's hier irgendwie nicht eine... Ach, das ist das Nachbarhaus, oder? Ja doch, mit dem Dach, obwohl das Zaun... Der Zaun war nicht da. Da ist kein Zaun. Ich schwören können, dass das hier das Nachbarhaus ist. Komme ich irgendwie anders rein, um ans Telefon zu gehen? Das ist unser altes Haus. Definitiv. Okay. Gehen wir halt rüber. Ich dachte, wir decken hier das Geheimnis des Nachbarn auf. Aber wenn er nicht mehr da ist, was geht's denn da zum... Angucken. Ist nichts. Muss ich nicht den Schlüssel haben? Zumindest im Auto? Ich verstehe das jetzt nicht mehr. Ich meine, wir haben einen Brief bekommen und keine Ahnung, was in dem drinne steht. Ich werde das gleich nachher mal gucken. Ich kann ja das Video pausieren. Ihr könnt das ja vorher schon machen. Es wird wahrscheinlich türkisch sein oder was weiß ich. Mal gucken, ob ich es übersetzen kann und dann gucken wir mal. Was zum... Okay. Wir brechen also wieder ein. Hat Spaß gehabt. Okay, einbrechen finde ich viel lustiger als drinne bleiben, denn noch weiß er nicht, dass wir hier sind. Also gut, wir brauchen hier wieder das Dingenskirchenstool. Da ist eine Tür im Weg. Der kann doch noch gar nicht wissen, dass ich hier bin. Scheiße! Oh nein, scheiße! Na? Ich bin entkommen, ich weiß zwar nicht wie, aber ich bin entkommen. Oh! Das ist das Gute daran. Ich kann einfach hier hingehen. Oder bin ich safe? Okay, das wird jetzt ein Spaß. Wie in den guten alten Zeiten, als wir noch nicht gefangen waren. Aber finde ich cool, das Haus hat sich verändert. Das ist viel größer geworden. Und das hier ist auch fällig. Und die Fenster sind auch nicht mehr vernagelt.
Okay, irgendwo muss ich hier anfangen. Hier ist abgeschlossen. Hier ist abgeschlossen. Erstmal den Strom ausmachen, ne? Dann nehmen wir hier so einen Karton mit. Dann brechen wir hier ein. Was zum... Ja, ich bin jetzt komm... Oh Gott. Okay, wir brauchen so ein paar Sachen, um Scheiben einzuschlagen. Vielleicht sogar schon von Weitem. Versuchen wir von Weitem erstmal ein paar Scheiben einzuschlagen. Das war kacke. Ich demoliere dein Haus, alter Mann! Was willst du dagegen tun? Oh, ein Fernglas. Okay. Da ist irgendwas. Hier sind Achterbahnen. Ich muss sagen, an sich gefällt mir das Spiel echt gut, so wie es jetzt momentan ist. Ich glaube, das Problem ist einfach nur, dass es zu kurz sein wird. Genau. Ich kann eigentlich nur hoffen, dass es Mod-Support kriegt und dann viele kleine User kleine Häuser aufbauen mit Rätseln. Das wäre cool. Das würde ich feiern, Freunde. Gut, das stellen wir erstmal hier hin und dann nehmen wir den Müll hier und dann bewerfen wir nochmal sein Haus ein bisschen. Verdammt. Wir müssen uns nämlich viele Zugänge schaffen. Natürlich sind sie zu, sobald wir dann ja erwischt worden sind, aber ich versuche halt immer wieder wegzulaufen. Weil vorher, ich meine, das Ding ist, als ich gefangen war, war es eigentlich egal, ob ich erwischt werde oder nicht. Jetzt mittlerweile ist es wieder nicht egal, weil jetzt kommt's, die Scheiben wieder da sind. Und vorher war es halt egal. Das heißt, ab sofort werde ich wieder ein bisschen besser aufpassen müssen. Den habe ich mit Erfolg sehr weit geworfen, ja. Hi. Bin ich jetzt der Böse oder ist der Böse? Das ist doch die eigentliche Frage. Hey, Dude. Verdammt, ich wollte ihn abwerfen. Werf einfach nicht weit genug. Wenn wir mal alle Scheiben einschlagen. So gehört sich das. Gut, da oben ist sowieso zu. Aber wir können diesen Winkel noch nutzen. So. Scheiben sind eingeschlagen. Was ich vorher noch nie gemacht habe, ist zu Hause nach Tools gucken. Vielleicht hat man zu Hause noch so ein paar Tools. Und ich würde gerne das hier benutzen. Das geht nicht. Ich würde mir gerne so ein Video angucken. Gibt es hier vielleicht irgendwas Besonderes? Paints! Irgendwas, was man nutzen könnte für den Nachbarn. Außer die ganzen Kartons und so. Ich meine, das haben wir auch drüben. An sich haben wir zwar ein schickes Haus und so, aber wieso haben wir auch so ein Schnurrbartding? Weg damit. So hast du gerade automatisch nach links geguckt. Ja gut, bei mir zu Hause ist es langweilig. Da haben wir keine so coolen Tools. Wieso haben wir keine Tools? Das würde das Spiel auch ein bisschen einfacher machen. Hier, alle Schränke leer. Was ist denn los? Na gut, ich habe ja nicht mehr Eltern, ne? Okay, was ist das da hinten?
Wir brauchen eine rote Karte. Eine Kikei. Okay. Ah, das ist der Nachbar gerade. Hi! Was geht? Mach deine Fenster kaputt. Hier haben wir noch nichts Besonderes. Eine Fernbedienung, ja. Willst du mich verarschen? Ich war hier noch nicht mal ansatzweise drin. Funktioniert nicht. Gott, ist das verwirrend hier. Erstmal den Stuhl hier beseitigen, ne? Oh, da sind endlich mal Sachen drin in den Schubläden. War vorher nicht der Fall. Da ist der Tür. Da ist das Ding mit der Keycard, okay. Die erste Barriere haben wir, den Stuhl haben wir weggenommen. Der ist draußen. Taschenlampe kann nie verkehrt sein. Hier stehen auch noch Stühle. Das ist voll verwirrend hier. Ah, ich bin wieder hier. Okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. Aber es bringt mir gar nichts. Was ist das jetzt? Grünes Licht? Oh Gott, wo fängt man denn da an bei diesem Spiel? So viel zu erkunden. Geht noch hier. Abgeschlossen mit einem silbernen Schlüssel. Also rein theoretisch könnte ich mit den Kartons darüber, ne? Das muss doch gehen. Er ist geschafft! Hat das Spiel jetzt ausgetrickst? Man weiß es nicht, vielleicht gehört sich das so. Na gut, dann bin ich erstmal safe, ne? Durch verarscht geht's hier irgendwo rein? Spaß. Aber wir können zumindest reingucken. Überall Türen. Ein goldener Schlüssel. Gut, bevor wir hier irgendwas machen können, brauchen wir einen goldenen Schlüssel. Ist er auf der anderen Seite? Okay. Ah, die Terrasse blockiert mit einem Stuhl. Ja, so viel dazu, Freunde. Ich würde sagen, neues Haus, neues Glück. Was wir hier alles noch anstellen werden, das erfahren wir eventuell in der nächsten Folge, falls wir da irgendwas reißen können. Weil das ist hier echt jetzt ein bisschen groß. Und ich finde das hier zum Beispiel schon eine Verarschung, weil das da der goldene Schlüssel ist. Wir müssen erstmal die verschiedenen Teile des Hauses erkunden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.